Wie und womit nimmt man auf? Also ich benutze dafür OBS Studio. Das holt man sich ganz einfach auf deren Internetseite. Ist kostenlos. Einfach den Installer holen. Installation ist reine Routine-Sache. Einfach immer wieder auf Weiterklicken, Pfad aussuchen, fertig. So, ich habe das schon mal gemacht. Und wenn ihr das dann startet, sieht das ungefähr so aus. Ja, ist im Endeffekt sehr übersichtlich. Hier hast du die Szenen. Du kannst verschiedene Szenen bestimmen, was in diesen Szenen alles aufgenommen wird. Dann kannst du immer wieder ja, durch die Szenen springen. Keine Ahnung, auf dem einen, in der einen Szene ist dein erster Bildschirm, auf in der anderen Szene ist dein zweiter Bildschirm oder ein Fenster, ein Browser, ein Bild. Kannst du benutzen, um irgendwie, ja, da ein bisschen mit Effekten zu spielen. Ja, dann kannst du mit dem Tool auch streamen. Kannst ja mit Twitch streamen. Du kannst natürlich auch andere Dienste, da gibt es echt extrem viele. Ja, einmal zeigen, also es ist echt eine Menge. Ist mit vielen kompatibel, das Tool. Und ja, ich benutze es aber hauptsächlich nur zum Aufnehmen. Und was da sehr wichtig ist, ist die Ausgabe, und zwar das hier. Bei der Aufnahmequalität standardmäßig ist sie auf hohe Qualität. Und bei mir war das Problem, dass ja, das Bild sehr verpixelt war und die Qualität nicht so gut war. Deshalb bin ich auf die ununterscheidbare Qualität gegangen. Also die Dateien sind zwar groß, aber ja, nicht so riesig wie bei den verlustfreien. Einfach mal rumspielen, wie das für euch besser ist, weil hier werden natürlich richtig große Dateien erzeugt. Also mit 7 GB pro Minute ist schon ein Brett. Ja, dann könnt ihr euch natürlich hier austoben mit den Audioeinstellungen, mit den Videoeinstellungen, Kürzel, ja, und die erweiterten Einstellungen. Also schaut einfach mal rein und ja, stellt es euch ein, wie es für euch am besten ist. So, und dann sieht das Ganze so aus. Und hier kann man die ganzen Quellen hinzufügen. So, sagen wir mal einfach mal. Hier wollen wir eine Bildschirmaufnahme machen. Zack. Bildschirm 1. Okay. Wir wollen noch den Ton aufnehmen. Hier sucht ihr euch euer Mikro aus. Zack. Und dann wollt ihr eine zweite Szene. Ihr wollt irgendwie, ja, den Usern was zeigen oder den Viewern. Dann fügt ihr hier einfach mal, sagen wir mal, ein Bild hinzu. Also ihr wollt irgendwas an dem Bild zeigen, irgendwie euer Logo oder so einblenden, wenn ihr gerade eine Pause habt oder so. Zack, ihr könnt das hier platzieren. Und wenn ihr hier natürlich trotzdem einen Ton dabei haben wollt, ist es ganz wichtig, dass ihr hier noch hier euer Mikro hinzufügt, damit auch was aufgenommen wird. Sonst wird hier nichts aufgenommen. Hier wird wirklich nur das aufgenommen, was hier unter den Quellen ist. Also hier gerade bei mir das Mikro und das Bild. Es wird nichts anderes aufgezeichnet. Könnt natürlich auch einen Text hinzufügen. Zack, platziert den hier, wie ihr wollt. Ja, einfach mal rumspielen, mal für euch mal das Richtige finden.